Hallöchen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Und zwar wollte ich euch heute ein bisschen mein Perlenstück mitnehmen bei meinem Zelda-Bild. Das machen wir gleich im Anschluss, weil ich wollte euch so ein bisschen, ja, den neuesten Klatsch und Tratsch erzählen. Und zwar, was gibt's Neues bei mir? Einmal ist was bei mir eingezogen, und zwar... Vielleicht erkennt ihr das wieder. Das wurde bei einem anderen Kanal in einer Kooperation gezeigt und wurde mir dann ja zugeschickt. vielleicht wisst ihr es ja, wo ihr das gesehen habt. Ich habe schon ein bisschen angefangen. Man sieht jetzt noch nicht viel. Ich habe jetzt hier oben halbe Stiche gemacht, habe schon die ganzen Kreuze gemacht. Also zwei Farben habe ich schon komplett weg. Ne, drei. Ich mache immer Farbe für Farbe bei dem ganzen Bild. Ja, ich finde das halt einfach so witzig. Also ich habe jetzt hier schon so ein bisschen angefangen, hier das Steak, das Fleisch zu sticken. Aber es ist wirklich mehr Arbeit, als man denkt. Und man braucht auf jeden Fall bei dem Bild die Anleitung dazu. Ohne Anleitung ist das kaum möglich zu sticken. Aber es macht mir wirklich viel Spaß. Also vielen lieben Dank nochmal an die Person, die mir das geschickt hat. Ich will es ja jetzt noch nicht verraten. So sieht das aus. Also es ist wirklich 14K und zweifädig. Sieht nach nichts aus, ist aber doch eine Menge Arbeit. Und ich denke, die Backstitches werden später wirklich eine große Rolle spielen. Also ein richtig witziges, süßes Motiv. Also einfach mal zwei Gänse, die sich erstmal schön hier ein Steak grillen. Da habe ich angefangen, da mache ich immer mal ein bisschen, weil, ja, ich habe jetzt Urlaub. Es ist heute der 27., Mittwoch der 27., dritte. Und ja, ich habe jetzt halt Zeit, ich habe jetzt 2 Wochen Urlaub und habe eigentlich mir vorgenommen, möglichst viel an meinem Zelda zu sticken, aber das klappt bis jetzt nicht so gut. Da erzähle ich euch auch gleich noch was dazu. Und dann, schaut mal, meine erste, ich sag mal, Zuschauerpost, kann man ja eigentlich sagen. Und zwar habe ich hier so ein kleines Sorgenwürmchen bekommen. Ein kleines Sorgenwürmchen, ein Glückswürmchen. Und das ist von der lieben Dumone, also bei YouTube und Facebook heißt sie Dumone. In echt heißt sie Simone. Nino, hey, hallo. Mein Hund liegt hinter mir und der träumt gerade, also falls er ihn so ein bisschen quieken hört, er schläft nur. Ja, also das habe ich bekommen und zwar kurze Story dazu. Ich habe in dem einen Video erzählt, dass wir leider den Schwiegerhund, Familienhund gehen lassen mussten und die liebe Simone hat das Video gesehen und hat gesagt, oh, das ist ja so traurig und schade und alles. Und die liebe Simone ist eine Kollegin von der Corinna, ne, vom Kanal Stickliesel. Und die hat gesagt, ich würde gerne der Vicky so ein Sorgenwürmchen schenken. Und dann hat Corinna gesagt, ja, das ist doch eine tolle Idee, das ist ja lieb und ich würde das dann Vicky schicken, weil ich wollte eh noch was senden. Ja, gesagt, getan, dann haben sie sich halt auf Arbeit getroffen und Corinna hat mir den ausgesucht. Ich wusste noch nicht, was ich kriege, also Corinna hat hier die Auswahl getroffen und ich habe auch noch so ein kleines Engelchen, natürlich ein Grün, dazu bekommen. Ja, und ich habe es bis jetzt eingepackt gelassen. Jetzt packe ich es dann endlich aus und kann es mir hier an meinen... Ich wollte es an mein Stativ hängen. Also da rechts ist mein Stativ, also meine Halterung. Und da würde ich das wahrscheinlich dranhängen. Oder an die Lupenlampe, die ist dann da oben. Mal gucken, irgendwo werde ich es hinhängen. Aber es ist wirklich sehr, sehr süß. Da habe ich mich sehr gefreut. Das ist ja auch mit Hand gemacht. Vielen lieben Dank nochmal, Simone. Da habe ich mich sehr gefreut. Und ja, nun habe ich auch einen Sorgenwürmchen, ein Glückswürmchen. Ja. Schauen wir mal, ob es mir Glück bringt. So, das lege ich wieder an die Seite. So, ich wollte euch mal mein Tempus Fuge zeigen. Da sticke ich ja aktuell jeden Tag 2 Reihen. Ich habe ja gesagt, ich möchte eigentlich nur immer eine Reihe machen.
Aber ja, ich denke mal, also, wenn ich eine mache, kann ich auch zwei machen. Oh, es passt gar nicht. Oh. Zoom. So. Das passt. So sieht es jetzt aus. Ich habe jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 Reihen. Dann ist der März fertig. Also hier ist der März. 5 Reihen. Sprich, wenn ich jeden Tag zwei mache, sind es 3 Tage, dann bin ich hier durch. Ich komme jetzt hier langsam an der Uhr an. Kann ich euch ja nochmal zeigen. Hoppala. Wird jetzt spiegeln. Ah, nee, es geht. Na, also jetzt bin ich halt gerade hier so unter diesem Vollmond. Ja, und es macht immer noch Spaß. Also ich muss mich tatsächlich manchmal so ein bisschen aufraffen, weil es wirklich immer das Erste ist, was ich dann am Tag mache. Also bevor ich irgendwas anderes in die Hand nehme, hole ich mein Tempusfugit raus und lege einfach erstmal los. Ja, zwei Reihen mache ich dann immer. Aber das läuft. Also man sieht dann halt auch wirklich, wie es wächst, auch wenn es am Tag nicht viel ist, was man macht im Laufe der Zeit. Ne? Also es wächst schon. Die Farbauswahl gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich denke, da habe ich auch soweit alles richtig gemacht. Das Blau unterscheidet sich schön von dem Grau und es glitzert und funkelt wirklich wie doof. Das sieht man hier gar nicht im Video so schön. Ich habe hier, das sind alles, bis auf das Weiß, das sind hier Silbereinzugperlen, das Blau und das Grau. Das Weiß ist halt so eine glänzende Farbe. Ja, da bin ich also auch fleißig dran. Und ja, eine Sache haben wir noch, nämlich jetzt kommen wir zum Joker. Ich will euch noch nicht sagen, was es ist, aber ich kann euch schon mal so ein paar Denkanstöße geben. Und zwar habe ich meinen Joker eingelöst. Es sollte ja eigentlich mein personalisiertes Tokarewa werden. Das wird jetzt ein Geburtstagsgeschenk, das heißt, ich muss da noch ein bisschen drauf warten. Aber ich habe jetzt den Joker auch eingelöst. Und zwar, da ist so ein bisschen die liebe Corinna dran schuld, vom Kanal Stickliesel. Ne, liebe Grüße. Und zwar, ja, sie hat ja jetzt angefangen, ein Amy Stewart-Bild zu sticken. Und wir haben wirklich lange, lange, lange und viel darüber geschrieben und geredet. Und jeden Tag ging es nur noch um Het hier und ein Het da und Amy Stewart und das Bild. Und dann hat sie in einem Video gesehen, wie es fertig aussieht und hat mir das auch geschickt und hat gesagt, guck mal, das sieht doch toll aus, auch in der Größe. Und da habe ich gesagt, ja, tolles Bild, schön, ne? Und dann habe ich mir den Spaß halt auch mal gemacht und habe mal bei Amy Stewart, also bei Heaven and Earth auf der Seite geguckt. Und es gibt sehr, sehr viele Bilder, die mir gefallen, die ich gut finde von Amy Stewart, aber jetzt keins, wo ich sage, oh, da soll ich jetzt so viele Jahre reinstecken. Also wir sprechen ja wirklich von Jahren. Ja, und dann war ich schon auf Seite 3, 4, 5, die Bilder wiederholten sich schon so langsam. Und dann kam ein Bild. Dann kam ein Bild, was ich gesehen habe und dachte, ja, okay, das ist es. Das ist es. Ich werde euch noch nicht verraten, welches es ist. Es ist ein Amy Stewart-Bild. Und es ist natürlich dann gleich der Klopper. Ich habe mir gesagt, wenn schon, denn schon, ich werde wohl nie wieder in meinem Leben in Amy Stewart sticken. Also, und dann habe ich mich für Max Color und Max Size, also maximale Farbanzahl und maximale Größe entschieden. Na, man hat ja sonst nichts zu tun. Ihr werdet jetzt sagen, mach doch erstmal deine Projekte. Ja, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich habe jetzt meinen Joker dafür eingelöst. Ich hatte auch wirklich viele der Farben schon da. Ich habe schon ein bisschen angefangen vorzubereiten. Ungefähr die Hälfte fehlt noch. Das ist alles geordert. Das ist auf dem Weg. Ich habe hier, ich sage euch noch nicht, wie viele Farben das hat. Es sind über 200. Ich habe hier mir meine ganzen Garnorganizer schon fertig gemacht und alles, was ich da hatte, habe ich schon gewickelt. Und zwar, also die Farben. Also das ist der Hammer. Also ihr seht, was da noch fehlt, ne? Also so. Aber es ist ein Bild, das habe ich noch nicht auf YouTube gesehen. Ich glaube, das macht auch keiner meiner YouTube-Kollegen. Also ich habe es jetzt weder bei beim Professor Fantasy oder bei Stitchy Mama oder Leo. Also ich habe es jetzt noch nirgendwo gesehen. So. So sehen die Garnorganizer bis jetzt aus. Und es fehlt einiges. Das ist jetzt alles ja, geordert. Das ist auf dem Weg. Ich denke mal, in absehbarer Zeit wird es einziehen. Und ich habe 8 Stück davon. Ich habe 8 Organizer voll mit Farben. Und ja, es wird bunt. einige Leute, also einige wenige Leute, wissen schon, welches Bild das wird.
Also bitte nicht in den Kommentaren spoilern. Ich werde dann bald ein Video dazu machen, wenn alles da ist, wenn ich hier wirklich alles auf die Garnorganizer gewickelt habe, dann nehme ich euch gerne mal mit. Also die Farben sind wirklich wunderschön, aber acht Teile voll, also fast voll. Ui, das ist schon ein bisschen was, aber ich freue mich, ich habe wirklich da jetzt Lust drauf. Ich habe auch schon angefangen, natürlich. Aber ich mache gerade eine kleine Pause. Ich zeige euch auch gleich, warum. Das packe ich wieder weg. Und dann können wir gleich endlich sticken. So, ich hole mal eben den... Ich hoffe, das kann ich in die Kamera halten. Moment mal bitte. Den Stickrahmen. Upsala. So, also ich muss dazu sagen, es wird ein 28-Count-Stoff. Oder es ist ein 28-Count-Stoff. Und ich sticke halbe Kreuze. So. So viel habe ich. Das sind, glaube ich, jetzt schon über drei Seiten. Ich glaube, drei Seiten. Oder auf der dritten Seite bin ich jetzt hier schon irgendwo, wo ich mit dem Schwarz gestickt habe. Das ist oben links im Bild. Und ich fange ja generell immer oben links an und mir fehlen hier viele, viele Farben, die ich öfter brauche. Und da warte ich jetzt erstmal drauf, weil ich möchte halt hier so ein bisschen... Ich werde wahrscheinlich nicht parken. Ich werde das quasi so ein bisschen Cross-Country-mäßig sticken. Ich möchte halt hier oben links anfangen und dann halt so Kästchen für Kästchen mich nach unten oder nach rechts arbeiten. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich einen Faden dann komplett wegsticke und dann nehme ich den nächsten Faden, der dann halt im Kästchen rankommt. Also es ist ein bisschen wie parken, nur dass ich den Faden halt erstmal komplett wegsticke und dann den nächsten nehme. So probiere ich es. Wir werden sehen, ob es klappt. Ist ja bei so Max Color auch so eine Sache. Manchmal braucht man ja wirklich nur zwei, drei Stiche einer Farbe. Aber man kommt gut voran. Ich habe mir den Spaß auch mal gemacht, so wie bei Corinna. Sie hat ja gerechnet auf 10 oder 11 Jahre. Und ich habe jetzt auch mal... Ups, ich hoffe, ihr hört mich noch. Ich habe es wieder weggestellt. Das lege ich auch mal weg. So. Ich habe jetzt wie bei Corinna auch mal mir den Spaß gemacht. Und habe gerechnet auf 10 Jahre. Und ich müsste pro Tag... Wenn ich in 10 Jahren fertig sein will, 196 Stiche. 196 Stiche gehen sehr schnell, gerade bei halben Kreuzen. Aber auch nur, wenn man Fläche hat. Auch nur, wenn man Fläche hat. Und die habe ich ja nun nicht immer. Deshalb, ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wie lange ich brauche, ob es Zeiten ist. Ich denke, es wird auch mal Zeiten geben, wo ich gar nicht dran sticke. Es wird wieder Zeiten geben, wo ich mehr dran sticke. Und ja, ich werde euch da mitnehmen. Ihr werdet da wahrscheinlich viel zu sehen haben. Ich weiß nicht, wie das mit den Stick mit mir Videos ist, weil es ist halt schon sehr klein und viel Konfetti. Ich guck mal. Ich werde es euch auf jeden Fall dann zeigen, sobald alles da ist. Dann werde ich auch das Geheimnis lüften, welches Bild das ist. Und vielleicht errät es ja schon jemand. Ich weiß es nicht. Aber jetzt wollte ich euch noch mal so ein bisschen beim Perlensticken mitnehmen. Ihr seht, ich bin jetzt noch nicht so... Also, ne, der Link ist so halb fertig. Ja, jetzt bin ich hier wieder bei seinem Stiefel. Hier kommt jetzt sein Stiefel. Da kommt jetzt der Schweif von Epona, also von dem Pferd. Habe ich die Vorschau da? Kann ich euch nochmal zeigen, wie es aussieht? Muss doch hier irgendwo rumliegen. Jetzt hätte ich euch das jetzt gerne nochmal gezeigt, wie das aussieht. Wie sieht das? Ach hier. Ich wollte gerade sagen. Also nochmal. Sieht alles gerade so dunkel aus hier. So soll es werden. Und hier bin ich gerade unterwegs. Sobald jetzt der neue Monat, also der April, anfängt, werde ich dann meine Pflichtseite wieder machen. Die wird am Hintergrund gestickt. So, wieder weglegen. Das wird dann, also meine Pflichtseite wird dann hier oben sein. Ich brauche Platz. So, und zwar der Bereich wird meine Pflichtseite. Hier oben bin ich schon. Also, dass ich das dann... berührt, das ist genau eine Seite. Hier oben sind schon zwei Seiten gestickt. Und ich räume mir halt den Stoff immer auf. Oh, ui. Okay.
Ja, so sieht es bis jetzt aus. Jetzt ziehe ich mir mal alles so ein bisschen, dass ich hier gut sticken kann. Nehme ich euch noch mal so ein bisschen mit. So. Perlen. So, das sind ja auch schon einige Farben. Ich habe jetzt hier so ein Perlenbrett von Thorsten und ich habe hier halt drei Bretter befüllt. Also drei. Ja, drei Bretter. Also so ein Dreier-Set. Und da muss man halt manchmal sehr weit greifen, damit man an die Perlen kommt. So, ich denke, ich glaube, ne, es muss noch ein bisschen mehr zu mir. Dann nochmal wieder die Kamera ein bisschen näher holen. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht zu dolle gegenstoße. Wir probieren es mal. Ich werde jetzt den Zoom reinmachen. Ich denke mal, die meisten werden jetzt eh nur zuhören. Und dann, ja, kann ich euch ja noch mal so ein bisschen das Neueste erzählen. Na komm. Und zwar, ich habe jetzt was Neues ausprobiert in Richtung Malen nach Zahlen. Also, fangen wir mal vorne an. Ich habe eine Kooperation, die ist auch schon lange abgedreht und die wollte ich auch eigentlich auch schon lange hochladen. Das Problem ist, da gab es ja, da gab es ein Problem, sagen wir es mal so. Und ich habe dem Shop dann geschrieben und ich warte gerade auf eine Nachlieferung. So, ich kann ja schon mal sagen, es geht um den Shop Liebeart, ist ja eine deutsche Firma, die im Ausland produziert, also wie die meisten, also viele. Wie viele, nicht alle. Und ja, da war ein bisschen was nicht in Ordnung. Das war aber kein Problem. Ich meine, wir sind alle nur Menschen. Ich habe denen geschrieben. Die haben gesagt, oh Gott, ja, tut uns leid. Wir schicken nach. So. Das werdet ihr dann in dem Video sehen. Ich habe das Unboxing halt abgedreht, aber noch nicht hochgeladen, weil ich erstmal mit denen sprechen wollte. Jetzt warte ich auf die Nachlieferung. Und sobald ich das dann da habe, werde ich dann beide Videos zusammenschneiden und euch dann das noch mal ein bisschen genauer erzählen. Aber ich konnte schon mal anfangen mit dem Bild oder ich habe auch schon ein bisschen angefangen mit dem Bild. Und ich habe das jetzt schon lange und oft gesehen und gehört, diese Dotting Pens. Ich bin ja in einigen Mal nach Zahlengruppen bei Facebook und Shipper und ja, was nicht alles und dann gibt es halt viele Leute, die haben halt diese Dotting-Pens benutzt. Da gibt es die einen, die sagen, oh, die sind total blöd. Dann gibt es die anderen, die sagen, ich male nur damit. Und dann gibt es welche, die machen halt beides. Also Pinsel und Dotting-Pens. Ja, also habe ich mich nicht lumpen lassen und habe das einfach mal probiert. Ich habe mir Videos vorher angeguckt, wie die Konsistenz der Farbe sein muss, weil normalerweise verdünne ich die Farbe überhaupt nicht. Ich nehme die so, wie da im Döschen ist, Pinsel rein und lege los. Und bei den Dotting Pens ist es so, dass die Farbe wirklich sehr, sehr, sehr flüssig sein muss. Also die muss quasi, ich verrühre das dann immer mit dem Zahnstocher, die muss dann vom Zahnstocher runtertropfen. Im Optimalfall. Und ich dachte mir, oh, wenn die so flüssig ist, ne, ob das dann deckt. Ich habe mir dann diesen Farbflussverbesserer da geholt und ja, ich weiß nicht, ob es jetzt auch mit Wasser so gut geht. 1, 2, 3, 4, 5. Oder ob man wirklich diesen Farbflussverbesserer braucht. Das weiß ich nicht. Ich habe das halt jetzt ausprobiert und komme damit sehr, sehr gut klar. Ich habe mir extra noch eine Pipette daraus, Apotheke und so weiter, damit ich wirklich halt immer so, ja, die Tropfen genau halt abziehen kann, die ich reinmache. Man braucht sehr viel, bis die Farbe die Konsistenz hat, die man möchte. Also teilweise ist mein Döschen auch schon fast übergelaufen. Und ich musste dann erstmal wieder so ein bisschen was abschöpfen oder wegmalen, damit ich es weiter verdünnen kann. Und ja, ich habe angefangen mit dem Schwarz zu malen. Das mit dem Schwarz hat natürlich gut gedeckt. Ja, Schwarz ist ja meistens ganz gut. Und dann habe ich eine sehr helle Farbe genommen. So ein Grau, Weiß-Grau kann man sagen. Also wirklich sehr, sehr hell. Habe die mir halt sehr dolle verdünnt und dachte, gucken wir mal, ne, ob man überhaupt dann die Ränder und die Zahlen noch durchscheinen sieht. Wie das so ist. Das habe ich dann gemacht und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Mit diesen Dotting Pens muss man dazu sagen,
Es ist kratzig und die nehmen halt auch nicht so viel Farbe auf. Man muss halt wirklich öfter in das Döschen rein und sich Farbe neu nehmen. Aber von dem Malen, sage ich jetzt mal, und von der Deckkraft später super. Der Vorteil ist nämlich, man muss nur einmal drüber malen, man muss kein zweites Mal malen, weil man mit diesem Dotting Pen sehr dick die Farbe aufträgt. Man macht quasi so ein, wie soll ich das beschreiben, so ein Klecks Farbe auf die Leinwand und dann verteilt man die halt so ein bisschen nach links und rechts und man hat quasi wie so eine Schichtfarbe, die man aufbringt. Das ist mit dem Pinsel dann ein bisschen anders, also gerade wenn die Farbe so verdünnt ist. Ich habe dann am Ende eine sehr große Fläche gemalt. Und ja, das war mit dem Pinsel dann ein bisschen schwierig, weil die Farbe ja schon sehr, sehr dünn war und da musste ich dann, also da musste ich zweimal drüber, aber das ist ja auch kein Problem. Aber für die kleinen Flächen sind diese Dotting Pens, das hätte ich nicht gedacht. Man kann wirklich so punktgenau und gezielt die Farbe setzen und verteilen. Ich war begeistert. Deshalb wird es da in absehbarer Zeit auch noch mal ein Video geben, wie es sich damit malen lässt. Also für kleine Flächen wirklich toll. Es gibt ja da von Shipper zum Beispiel welche oder es gibt auch ganz viele bei Amazon. Eigentlich gibt es ja auch diese Dotting Pens außer Maniküre, sage ich mal. Damit werden ja die Fingernägel verziert oder kleine Steinchen oder sowas draufgebracht. Da gibt es halt diese Dotting Pens auch. Gibt es halt auch zu malen, aber man findet die bei Amazon. Es gibt so ein Dreierpack von Shipper, die habe ich jetzt halt benutzt. Die waren wirklich gut, da hat man jede Größe so ein bisschen dabei. Von den ganz großen halte ich jetzt nicht so viel, weil man kann halt, also so große Flächen sind halt schwierig. Ich habe jetzt immer so eine 1,5er Größe genommen, damit kam ich sehr gut klar. Das ist so momentan mein Favorite, aber ich hatte jetzt auch noch nicht so die super Mini-Mini-Fältchen. Weil das Bild, was ich von Liebe Art bekommen habe, ist sehr groß, mit 70 mal 90 Zentimetern, aber hat auch kleine Flächen. Das auf jeden Fall. Und die konnte ich wirklich sehr, sehr gut ausmalen. Aber auch, also es gibt noch mal kleinere Kugeln, das ist dann wirklich mini, mini. Aber ich glaube auch, dass das sehr, sehr gut geht. Also ich habe ja auch noch viele Bilder da, die wirklich sehr kleine Flächen haben. Das werde ich dann mal ausprobieren. Aber das seht ihr dann in dem Video. Ich nehme euch da auf jeden Fall mit, ne, für die Leute, die es interessiert. Ja, aber da habe ich jetzt wirklich Gefallen dran gefunden. Ich habe jetzt an 2, 3 Tagen so ein bisschen an dem Bild gemalt, aber da sieht man natürlich so gut wie nichts bei so einem Riesenbild. Also das ist wirklich noch sehr, sehr wenig und ich kann halt noch nicht so viel machen, weil ich da halt noch auf eine Nachlieferung warte. Ja, also das war erstmal zum Thema Mal nach Zahlen. Das ist gerade auch wieder so. War relativ aktuell, sage ich mal. Ich suche gerade eine Farbe, die ich noch nicht so oft hatte. Da muss ich jetzt erstmal gucken, ach hier, wo die ist. Mal gucken, ob ich noch im Bild bin. Sieht auch gut aus. Ja, das war das. Dann habt ihr vielleicht das Video von der lieben Rina gesehen. Die hat ja schon vor längerem ein Perlenstickbild angefangen von Olga 1, ein Zelda-Motiv. Und das hat sie halt angefangen und dann hat sie ein Video hochgeladen, wo sie erzählt hat, dass das halt so nicht geht, dass die Perlen zu groß für den Stoff sind und dass die Perlen sich irgendwie in alle Himmelsrichtungen drücken und das halt total unruhig aussieht und das Ergebnis nicht schön ist. Und dann hat sie sich einen 25-Count-Stoff geholt, also so einen, wo ich halt jetzt auch das Tempus-Fuge draufsticke. Und hat halt nochmal angefangen und hat dann in dem Video schon mal den Anfang gezeigt, wie es aussieht. Da hat man auch schon gesehen, ja, man sieht deutlichen Unterschied. Also von den Perlen, wie sie lagen, einfach viel, viel besser. Und dann hat sie nochmal ein bisschen später nochmal ein Video mit dem Vergleich hochgeladen, wo sie dann in etwa dann gleich weit gestickt hat wie beim Mal zuvor. Also auf der 14-Count-Variante, auf dem AIDA-Stoff. Dann hat sie die beiden nebeneinander gehalten. Und es ist wirklich also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ja, das Ding ist, ich habe halt das gleiche Bild. Also ich habe das auch. Und als ich das dann gesehen habe bei ihr, habe ich erst wieder gedacht, oh, jetzt habe ich aber auch Lust. Ne? Wenn ich was sehe, dann würde ich das, ich muss das ja dann auch haben, ne? Oder machen, haben. Ich habe es ja schon. Aber ne? Man ist ja dann so, oh toll, das sieht ja schön aus. Kannst du ja eigentlich auch mal machen, aber ich habe es jetzt nicht gemacht.
Aber jetzt bin ich halt auch überlegen, ob ich gleich auf 25 Kaunststoff gehe oder nicht, weil ich habe ja mir einen Tokareba-Stoff dafür geholt und die sind ja noch mal ein bisschen gröber. Und also ich hätte eigentlich einen Stoff dafür da. Ich könnte es ja mal testen, also jetzt nicht in absehbarer Zeit. Wenn ich es denn dann irgendwann mal anfangen möchte, kann ich es ja dann mal testen. Fünf. Und schauen, wie es jetzt auf dem Stoff liegt, weil ich, also auf dem Tokareba-Stoff liegen die Perlen eigentlich generell immer sehr gut, außer man hat jetzt wirklich ganz, ganz große Perlen. Das habe ich jetzt hier bei dem Bild auch. Ich habe hier auch einige Farben oder Perlen. Die sind einfach viel, viel größer als andere. Und dann drückt sich das halt mal so ein bisschen nach rechts und links und oben und unten. Das ist noch okay. Das ist also in Ordnung. Aber wenn es jetzt etwas ist, wo man eine Kontur braucht oder eine gerade Linie und dann drückt es sich in alle Himmelsrichtungen, ist es nicht so schön. Wenn es jetzt ein Hintergrund ist oder so, wo es jetzt nicht so ganz schlimm ist, wenn die Perlen mal nicht 100% gerade liegen, ist das okay. Kommt, wie gesagt, immer aufs Motiv an. Ich hatte ja auch schon mal einmal ein Bild nach 8 Seiten neu angefangen zu sticken, weil der Stoff leider letzten Endes zu weich war. Ich habe gedacht, es legt sich noch, aber gut. Dann habe ich mir halt einen neuen Stoff geholt und dann war auch in Ordnung. Aber ja, man hat ja dann immer doch Hoffnung, dass es ja vielleicht doch noch, ne, gut aussieht, dann wenn man später noch ein paar Perlen draufstickt. Ja, in dem Fall war dem nicht so. Ich habe es dann halt neu angefangen, habe mir da wieder einen Stoff dann dazu geholt. Habe jetzt irgendwie eine Seite oder so daran erst wieder gestickt. Also mein Pokémon-Bild mit Evoli. Das kennt ihr, glaube ich, auch noch gar nicht. Nee, das kennt ihr noch nicht. Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Aber da sticke ich ja im Moment auch nicht dran. Also mein Fokus liegt jetzt wirklich hier auf dem Zelda-Bild. Das möchte ich eigentlich so weit wie möglich oder so schnell wie möglich. Ja, schnell bei so einem großen Bild schon mal gar nicht. Aber das möchte ich halt so möglichst weit oder im Optimalfall fertig bringen. Ob ich es dieses Jahr schaffe, weiß ich nicht. Das ist ja jetzt das Projekt, wo ich auch jeden Monat meine Pflichtseite. Loki. Ich mache gerade ein Video, Mensch. Wo ich jeden Monat meine Pflichtseite machen möchte. Das klappt jetzt, also bis jetzt klappt es sehr gut. So kann ich auch meinen Hintergrund da schön wegsticken. Der ist ja dann doch ein bisschen eintönig und manchmal so ein bisschen, ne? So mache ich dann meine Seite Hintergrund und dann kann ich ja wieder so ein bisschen ins Motiv reingehen. Der Vorteil bei dem Bild ist, ich habe ja wirklich kreuz und quer gestickt und überall mal angefangen, weil ja eine Farbe leer ging. Und solange ich die Perlen hatte, nicht da hatte, habe ich dann woanders gestickt, wo ich die Farbe nicht brauchte. Die habe ich jetzt mittlerweile da. Olga hat mir ja die Farbnummer gegeben, hatte ich euch erzählt. Und dann habe ich die Perlen bekommen. Also alles in Ordnung. Ich kann jetzt ganz normal wieder weiter sticken. Und da ich jetzt hier halt so kreuz und quer drin rumgestickt habe, möchte ich da jetzt so ein bisschen eine, wie sagt man? Eine Kontur nicht. Eine Gleichmäßigkeit reinbringen. Also ich möchte halt diese ganzen angefangenen Seiten jetzt mal irgendwie, ne, auf eine Höhe bringen. Ja, da bin ich halt gerade dran. Das heißt, ich weiß nicht, ob es klappt, ich möchte im Urlaub diesen Bereich sticken und den daneben. Das sind jetzt noch ungefähr, ja, ganze Seiten sind es nicht mehr, aber schon deutlich über eine, also 1, 2, 3, 4, 5 Reihen. Hier noch ein bisschen mehr. Also ein bisschen was ist es noch. Aber ich möchte es im Optimalfall im Urlaub schaffen. Jetzt kommt ja dann auch ab April dann wieder die Pflichtseite dazu. Also sind wir schon bei 3 Seiten. Naja, 2 bis 3 Seiten, die ich dann im Endeffekt sticken müsste. Aber ich habe ja jetzt auch die Zeit. Das Problem ist, ich bin ja immer mit allem möglichen anderen Kram abgelenkt. Ich habe euch ja gezeigt, die Gänse, das Head. Gut, da möchte ich jetzt auf die fehlenden Docken warten, weil ich möchte halt oben links wirklich. Ich möchte oben links anfangen. Ich habe jetzt zwar schon ein bisschen schwarz reingestickt. Da sind jetzt auch schon gute 1000 Stiche drinne. Das ist ja bei dem Bild ja nichts. Das sind 0,16%. Also das ist ja der Wahnsinn. Aber das mit den halben Kreuzen gefällt mir doch ganz gut. Es deckt auch relativ gut. Ich sticke das auch ausschließlich mit Lupe, weil für 28 Count reicht es dann doch nicht. Meine Augen. Aber ich habe eine sehr gute Lupe, eine sehr große und mit Licht und allem. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Das geht auch gut. Das kann ich auch für länger machen. Ich habe es halt in so einen Tischstickständer eingespannt, in den Loop, ein Grime gerade drum und dann los. Also das mag ich auch sehr gerne, halt dieses mit zwei Händen sticken, eine oben, eine unten. Das macht schon Spaß. Ja, und dadurch, dass ich zweifädig sticke, kann ich halt immer schön mit dem Loop-Start beginnen.
Ja, also das ist gerade so. Ja, das sind gerade so meine Projekte. Also jeden Tag, also ganz selten, dass ich es halt mal nicht schaffe. Das liegt dann aber einfach daran, dass ich gar keine Zeit fürs Hobby habe oder hatte. Jeden Tag Tempus Fugit. Und danach kommen halt die anderen Sachen wie Zelda oder mal so ein Stündchen an den Gänsen oder vielleicht mal so wieder so ein paar schwarze Stiche ins Set. Ja, das ist gerade so mein Ablauf. Und jetzt dachte ich, komm, du hast Zeit, machst du mal ein Video, erzählst so ein bisschen das Neueste. Und ja, also das ist der neueste Stand. Ich habe meinen Joker eingelöst. Und ich bin gespannt, was ihr dann dazu sagt, ob jemand das Bild errät. Wie gesagt, die Leute, die es wissen, bitte nicht verraten. Einige wenige wissen es. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Aber ja, also, ja, man muss bekloppt sein. Also, das ist ja wirklich viel, viel Zeit. Also, wenn ich es überhaupt in 10 Jahren schaffe. Ich sag mal so: In 8 Jahren werde ich 40. Ich werde also im Sommer 32 und. In 8 Jahren wäre ich dann 40. Ob ich es bis zum 40. Geburtstag schaffe, weiß ich nicht. Wäre so ein Meilenstein. Kann ich mir ja mal als Ziel vornehmen, aber das klappt. Nee. Also mal gucken. Ich werde euch dann zum 40. berichten, wie der Stand ist. Ich meine, ihr werdet es ja hier mitverfolgen. Ja, dann habe ich gesehen, ich habe jetzt schon fast, oder wir sind jetzt schon fast 500. Leute, also 500 Abonnenten, also ganz knapp, ich habe irgendwas mit 480 oder was. Also super, also ich kann nur wirklich an alle, die da ein Abo dalassen oder mal einen Daumen hoch oder mal einen Kommentar schreiben, kann ich wirklich nur Danke sagen. Ich bin wirklich, also das so nach und nach kommt halt immer mal ein, zwei Abonnenten dazu und so steigert sich das, ne? Nicht schnell, aber nach und nach und das ist wirklich toll. Ich meine, ich mache das ja jetzt hier nicht mit dem Ziel, dass ich irgendwie unbedingt viele Abonnenten haben möchte. Also ich mache das für die Leute, die es gucken und ob es jetzt 1, 2, 300, 400 oder 500 Leute sind, ne, da mache ich keinen Unterschied. Ich mache die Videos ja gleich. Also es ändert ja jetzt nichts, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt 10.000 Abonnenten habe, ändert es ja nichts an der Art, wie ich meine Videos mache. Also ich mache die für alle gleich, unabhängig davon, wie viele Leute mich da jetzt abonnieren oder nicht. Ich freue mich immer, wenn ich mal ein nettes Kommentar kriege oder mal so ein paar Tipps oder so. Das ist immer toll. Da freue ich mich. Und so langsam wachsen wir. Vielleicht gibt es, wenn ich die 500 habe, mal so ein kleines Geschenk, so eine Mini-Mini-Mini-Verlosung. Mal sehen. So ein bisschen, was hätte ich da. Ich weiß aber noch nicht, wie ich das mache und ob ich das mache. Oder ob ich das einfach mal so zwischendurch mache als kleines Danke, das weiß ich nicht. Ich werde es dann auch nicht groß ankündigen, weil ich das dann auch nur wirklich für meine Zuschauer machen möchte und nicht für irgendwelche, ich sag mal, fremden Leute, die hier nur auf YouTube generell in den Suchverlauf Verlosung eingeben. Also das werde ich dann auch nicht ankündigen. Oder ich werde es nur in dem Video sagen und nicht in den Titel schreiben. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Mal gucken, wann und ob. Aber ja. Auf jeden Fall wollte ich einmal Danke gesagt haben. Das ist wirklich toll. Ich freue mich. Und so langsam, ja, komme ich jetzt auch an bei YouTube. Es war ja am Anfang nur so ein, naja, guckst du mal, versuchst es mal, ob überhaupt. Aber doch, ich fühle mich wohl. Es macht Spaß. Es gibt Tage, da denke ich mir so, oh, eigentlich könntest du ein Video machen, aber dann bin ich so in meinen Projekten so vertieft, dass ich mir denke, ah, nie. Machst du dann wann anders? Also ich versuche irgendwie am Wochenende möglichst immer mal ein Video zu machen. Manchmal schaffe ich es nicht. Also ich habe ja keine festen Upload-Tage oder sowas. Aber ja, mir ist so ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe nämlich zu Hause logischerweise halt Internet, WLAN. Und ich habe mein letztes Video ohne WLAN hochgeladen, quasi mit meinen mobilen Daten. Und habe dann direkt so die SMS gekriegt, so, sie surfen jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit. Ist mir noch nie vorher passiert. Und habe ich erstmal mein ganzes Datenvolumen aufgebraucht. Das ist natürlich in meinem Urlaub ganz toll, wenn ich mal unterwegs bin und kann ich mal irgendwie eine Internetseite oder so öffnen. Also da muss ich in Zukunft vielleicht mal ein bisschen besser drauf achten. Aber es ist ja auch bald ein neuer Monat. Ja, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber so ist es. Dafür ging es schnell. Ich habe mich schon gewundert, warum das so schnell geht. Weil wir haben hier echt so eine richtige Bambusleitung. Also das dauert 100 Jahre, bis ich so ein Video dann mal hochgeladen habe. Aber
Es geht langsam, aber es geht. Ja, dann hatte ich ja vor kurz, naja, ist schon wieder ein bisschen her, ich hatte ja noch so ein Tokarewa. Na, kommen wir zum nächsten Thema. Tokarewa hat neue Bilder rausgebracht. So. Und eines davon wünsche ich mir zum Geburtstag. Also ich möchte das gerne zu meinem Geburtstag haben. Das ist dieser Tiger im Wasser. Also, das ist so ein Tigerkopf und der guckt halt so über die, also ist mit seinem Kopf über der Wasseroberfläche. Nicht der Tiger im, ist das Tiger im Fluss? Es gibt noch so ein Tigerbild, wo ein Tiger im Wasser ist. Das habe ich auch. Da habe ich schon überlegt, ob ich das eventuell weggebe, weil ich habe ja dann wirklich sehr, zwei sehr ähnliche Motive, aber irgendwie kann ich mich noch nicht davon trennen, weil ich finde es trotzdem schön und es sieht auch gestickt ganz toll aus. Also ein Tiger im Fluss heißt es, glaube ich. Lasst mich lügen. Auf jeden Fall habe ich das schon mal fertig gesehen. Und das ist halt wunderschön. Aber ich weiß halt nicht, ob zwei so ähnliche Motive, ob ich die mache. Also für den Fall, dass ich mich dann mal dazu entscheide, dass ich das eine weggebe, werde ich es euch wissen lassen. Aber noch kann ich mich irgendwie nicht davon trennen. Na, mal sehen. Erstmal möchte ich das eine zum Geburtstag haben. Und dann, wie ich mich kenne, werde ich es auch gleich ansticken. Aber ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich habe nämlich neulich noch die Kurve gekriegt. Nämlich die liebe Kitty vom Kanal Crafted by Shadow Kitty hat ja vor kurzem, das ist schon wieder länger her, in einem Live hat sie da angefangen, ein Perlenbild zu kitten. Und zwar den Ussuri, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Ussuri-Tiger. Den habe ich ja auch. Ich habe alles und noch mehr. Und das ist ein relativ kleines, schönes, süßes Bild. Habe ich auch schon fertig gesehen. Sieht wunderschön aus. Und sie hat das halt dann angefangen und hat das dann auch mal gezeigt und hat mir davon erzählt. Und ich hatte das schon rausgekramt und hatte es die ganze Zeit neben mir liegen. Und ich habe es bis zum heutigen Tag nicht angefangen. Da bin ich wirklich stolz auf mich, weil normalerweise bin ich so, ich muss dann anfangen. Also ich meine, warum auch nicht? Ne? Ich mache mir jetzt nicht, ich habe jetzt hier nicht diese strengen Regeln, dass ich jetzt sage, nee, ich mache erst eine Sache fertig und dann fange ich was Neues an. Kann ich gar nicht. Das kann ich nicht. Und ich setze mir so gesehen auch keine Ziele mehr, dass ich sage, ich muss das und das und das schaffen oder das funktioniert eh nicht. Ich habe euch ja gerade gesagt, ich würde gerne im Urlaub diese zwei Seiten versuchen zu beenden. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber ich mache mir halt nicht mehr diesen Stress. Also wenn ich Lust habe, was Neues anzufangen, dann mache ich das. Und wenn ich Lust habe, wochenlang oder monatelang nur an einem Projekt zu arbeiten, dann mache ich das auch. Also das kann ich auch sehr gut. Ich kann, wenn ich will, auch mal sehr schnell so ein Perlbild fertig sticken. Das habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht. Aber ja, sollte ich dann halt diesen Tiger zum Geburtstag bekommen, weiß ich jetzt schon, dass, also dann kriegt er natürlich erstmal ein Video. Und dann werde ich wahrscheinlich auch direkt starten. Da sollte dann ja eigentlich auch schon dieser neue Tokarewa-Stoff bei sein. Das ist ja ein ganz neues Set. Da bin ich gespannt. Weil den möchte ich ja logischerweise auch starten. Ich habe die Pumpkin Street da. Die hat, glaube ich, schon den neuen Stoff. Aber nur um jetzt den Stoff zu testen, jetzt nochmal wieder so ein großes Bild starten. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich es mache. Ich habe es ja bei der lieben Mine gesehen. Und ich glaube, die liebe Silly, also Silly Maus vom Kanal Silly Maus, so, liebe Silke, die hat ja auch die Pumpkin Street angefangen und die Farben. Also das ist einfach, das ist wirklich ein schönes Bild. Und ja, ich habe kurz überlegt, aber auch da bin ich stark geblieben. Hätte ich nicht gedacht, in letzter Zeit läuft es ganz gut. Aber ja, also spätestens zum Geburtstag. Ich wünsche mir ja auch mein Loki-Bild. Da habe ich ja auch schon mit Tokarewa geschrieben gehabt und sie hat auch schon mir das Design in etwa geschickt und wie viel Farben, welche Größe. Das heißt, wenn das dann zu meinem Geburtstag einzieht, habe ich schon entschlossen, dass das auf jeden Fall auf 25 Count gestickt wird, weil es wirklich sehr, sehr viel Weiß hat. Und ihr wisst ja selbst, wie das mit Weiß ist. Oh, jetzt muss ich hier mal kurz was raustütteln. Ja, das ist das Problem, wenn man überall und kreuz und quer stickt. Man hat hier überall Fäden hängen, aber es hat ja bald ein Ende. So. Ja, also das wird dann auch auf 25 Count gestickt. Habe ich jetzt abgestrichen. Ja. Und das würde ich dann halt auch anfangen. Also das heißt, es gibt dann zwei Neustarts.
Ja, aber es ist halt so, ne? Wenn man was Neues hat, dann ist man da super euphorisch und motiviert und dann, ja, macht man da auch relativ viel und gut was dran und dann verliert man es doch wieder aus den Augen. Mal sehen, wie es läuft mit dem. Also ich habe ja von unserem anderen Hund, von dem Nino, habe ich ja schon ein Bild fertig gestickt. Deshalb wäre es ja eigentlich nur fair, dass dann der Loki auch seinen Platz an der Wand bekommt. Ihr werdet das Bild dann sehen. Ich werde auch das Unboxing zeigen. Aber mein Geburtstag ist noch über 2 Monate hin, knapp 3. Also, ja, muss ich noch ein bisschen warten. Ja, ansonsten läuft es mit dem Kaufstopp. Also, bis auf meinen Joker, der ist halt jetzt weg. Das ist halt so. Aber es ist okay. Ab und zu kommt ja noch mal eine Kooperation, was Kleines, Feines. Ich habe euch ja gesagt, dass mal nach Zahlen kommt bald. Ich warte jetzt nur noch auf die Lieferung. Dann habe ich noch eine weitere Kooperation, auf die ich gerade warte. Das sind so kleine feine Sachen. Aber da gibt es ja viele, die gucken ja die Videos gar nicht. Also die, die sie gucken, da kommt bald was. Für die, die sie nicht gucken, gibt es halt bald ein Mal nach Zahlen-Video bezüglich der Dotting Pens. Ja, ich denke, ich habe dann jetzt auch alles erzählt, was ich erzählen wollte. Ich habe auch schon so ein bisschen Fusseln am Mund. Nur 41 Minuten schon. Ja, also ich werde jetzt in meinem Urlaub hoffentlich noch viel an meinem Zelda schaffen. Ich habe es mir vorgenommen, aber ich habe ja gerade schon gesagt, entweder es klappt oder es klappt nicht. Da mache ich mir keinen Stress. Ich habe ja auch noch. Man hat ja dann auch noch ein Privatleben, ne? Und man macht ja noch mal ein paar Sachen. Mein Freund hat ja auch Urlaub dementsprechend. Ne? Unternimmt man ja dann auch mal was. Ja. Gut, ihr Lieben, ich glaube, dann soll es das erstmal gewesen sein. Wir haben nicht viel geschafft, aber ich habe euch viel gezeigt und viel erzählt. Ich werde sicherlich im Urlaub nochmal ein Video für euch machen, unabhängig jetzt von dem Mal nach Zahlen Video. Vielleicht nehme ich euch nochmal beim Sticken mit. Vielleicht sticke ich ein bisschen an den Gänsen oder so, da nehme ich euch mit. Da gucke ich mal, aber ihr werdet mich wohl nochmal im Laufe der nächsten 1, 2 Wochen sehen. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, lasst mir mal gerne ein paar Kommentare da bezüglich meines neuen Lebensprojektes. Ich warte ja schon auf die Kommentare von wegen, ah, du bist ja völlig bekloppt und ne, du bist doch verrückt. So ein Bild und so riesig groß. Aber hey, ich bin ja nicht die Erste. Es gibt ja auch noch genug andere, die sowas machen, ne? Ich bin nicht die Erste und Corinna ist schuld. Ja, Corinna, du hast Schuld daran, dass ich mir jetzt ein Amy Stewart-Bild ausgesucht habe. Aber ja, muss ich auch Danke sagen, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nie gefunden und ich finde es wirklich toll. Ich lieb's. Ich lieb's. Muss ich auch, wenn ich so viele Jahre dafür ja, opfern möchte oder opfern will, opfern werde. Gut, genug gequatscht. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.